Ihr Lieben hier und ihr Lieben bei Bibel TV und online, ich habe eine gute Nachricht für euch. In 313 Tagen ist Weihnachten. Ja, nicht, dass das wieder so plötzlich kommt wie sonst immer. So, da steht man davor, hat die Geschenke noch nicht gekauft. Deswegen 313 Tage oder auch 10 Monate und 9 Tage. Da steht der Weihnachtsbaum wieder da. Und dann sitzt wieder nur so ein paar Tage weiter und dann ist Silvester. Und Silvester ist ja so eine der Sachen, da gucken viele Leute Fernsehen, und zwar eine Sendung, die immer und immer wiederholt wird, nämlich Dinner for One. Und da gibt es ja einen ganz berühmten Satz: The same procedure as last year, the same procedure as every year, Miss Sophie. Also die gleiche Prozedur wie letztes Jahr, die gleiche Prozedur wie jedes Jahr. Und irgendwie ist das bei vielen Menschen ja auch so, das ist so ein Stück, so ein Lebensmotto geworden. So, naja, da kommt noch ein Jahr und dann arbeiten wir bis zum nächsten Urlaub. Und dann kommt wieder Weihnachten, dann arbeiten wir wieder bis zum nächsten Urlaub. The same procedure as every year, und irgendwann wird dann der Deckel zugemacht und das war's dann. Ein Fest folgt dem nächsten, man hangelt sich so von Event zu Event, aber irgendwie ist man nichts mehr als ein Stück älter und grauer geworden. Ja, es geht mir auch so. Zweite schlechte Nachricht heute, wir werden alle älter und grauer. Same procedure as every year. Viele Dinge, die wir uns so vornehmen, so im nächsten Jahr, da will ich aber. Oder wenn ich erst auf Rente bin. Oder wenn die Kinder erst aus dem Haus sind, die funktionieren dann doch nicht. Und du hattest das ja gerade eben schon ganz liebevoll gesagt mit den guten Vorsätzen. Gute Vorsätze sind ja erstmal eigentlich nichts Schlechtes. Warum? Weil ich erkenne, dass irgendwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist und ich irgendwas in meinem Leben verändern muss. Und deshalb nehme ich mir gute Vorsätze. Und viele Leute, du hast das ja auch gerade schon gesagt, machen Silvester zu so einem Tag, wo man sich eben gute Vorsätze macht. Dooferweise sind die spätestens am 2.1. schon wieder vergessen. Naja, was soll's? Wir sind halt, wer wir sind. Ihr kennt die Werbung auch. Ich will so bleiben, wie ich bin. Aber warum wollen wir eigentlich so bleiben, wie wir sind, wenn wir eigentlich gemerkt haben, dass es da Dinge gibt, die wir ändern müssten? Ist das nicht so eine billige Sache, die wir vorne wegschieben? Naja, gut, ich kann mich ja doch nicht ändern. Ich meine, es funktioniert halt nicht so. Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es Dinge in jedem Leben, in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, bei dir online, wo wir genau wissen, eigentlich bräuchten wir hier mal so einen richtigen Tritt in den Hintern. Eigentlich wollen wir, dass sich da Dinge ändern. Und dann haben wir oft nicht die Energie. Wie soll ich denn das machen? Ich habe zwei Jobs, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Ehefrau zu Hause. Wo soll da die Energie bleiben? Sagen viele Leute, ich nicht. Meine Frau gibt mir sehr viel Energie. Oder ich habe auch gar keinen Plan, wie das funktionieren soll. Fragt mal jemand, der aufhören will zu rauchen. Der hat keinen Plan. Morgen höre ich auf. Man trifft ihn morgen, ich habe nicht, und fragst ihn, du hast ja schon wieder eine Zigarette in der Hand. Ja, ich habe nicht gesagt, welchen Morgen ich aufhöre. Wir haben oft so gar keinen Plan. Wir wissen gar nicht, wie wir es anfangen sollen. Mich beschäftigt seit einer ganzen Weile ein berühmtes Fernsehformat. Da wird eine Familie seit 25 Jahren begleitet von einem Format, das heißt Stern TV. Man darf da ruhig mal Werbung für machen. Und damals vor 25 Jahren wurde eine Mutter gezeigt mit ihren Kindern und einer Frau, die damals schon nie arbeiten war. Und wo man schon gesehen hat, ey, da muss dringend was passieren für diese Kinder. Ansonsten gehen diese Kinder vor die Hunde. Einen Ehemann gab es nicht. Und so zog sie damals vor 25 Jahren in eine Obdachlosenunterkunft, wo es halt richtig wie eine kleine Wohnung gab. Die Kinder waren schon von klein auf verständlicherweise auffällig. Das erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ein Junge mit 9 Jahren stolz den Hitlergruß gezeigt hat. Und dass die beiden Geschwister erzählt haben, ganz stolz, dass sie bei einer Nachbarin eingebrochen sind, und als die Nachbarin sie erwischt haben, haben sie mit einem Baseballschläger verkloppt. Das war so eine der ersten Sendungen. Und die Mutter wetterte gegen Ausländer. Was wollen die hier? Hat sie als Viecher bezeichnet. Ja, und so sind die Kinder aufgewachsen. Und da weiß man ganz genau, ey, da muss irgendwas passieren. Ganz radikal. Was passiert ist, ist, in diesen ganzen Jahren, wo diese Kinder und diese Familie begleitet wurden, die Kinder wurden immer radikaler, die Mutter wurde immer kaputter. Aus den Nazi-Symbolen wie dem Hitlergruß wurden, also standhafte Neonazis, selber drogen- und alkoholabhängig, selber sind sie nie arbeiten gegangen und selber lebten sie dann in der gleichen Obdachlosenunterkunft, eben nur irgendwie eine Wohnung weiter oder einen Gang weiter.
haben alle geschimpft über den Staat, über ihre Lebenssituation, aber es wurde kein Stück besser. Ganz im Gegenteil, es folgten Knastaufenthalte und dann gab es eine Enkeltochter irgendwann, so lange läuft diese Sendung nicht, und die war die einzige, wo man dachte, die hat was begriffen. Die wurde interviewt, aber die wurde gleichzeitig so ein Stück ein Symbol für unser eigenes Leben. Die wurde nämlich interviewt und die hat ganz gesagt, so will ich nicht enden. Also so wie meine Oma und meine Eltern und hier, nee, auf keinen Fall, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Die letzte Sendung, die ausgestrahlt wurde, zeigte diese junge Dame neben ihrem, was ist das, Onkel und Vater im Gerichtssaal und sie wurde verurteilt. Wegen Drogenbesitz, wegen Gewalttätigkeiten. Und es ging noch weiter, nämlich diese Obdachlosenunterkunft, die wurde irgendwann dicht gemacht und es wurde zu so einer Notunterkunft, wo man nicht mehr über Tag drin bleiben konnte. Die Frau hat ihre Wohnung verloren und musste über Tag raus und durfte abends erst wieder rein und saß den ganzen Tag auf der Straße, auf dem Sofa, bei Wind und Wetter und Regen, bis die Unterkunft abends wieder aufgemacht hat und sie wieder rein durfte. Wow, ganz schön krass. Same procedure as every year. Nichts hat sich geändert. Weder bei denen, die überhaupt keinen Bock hatten, da haben die ja offen zugegeben, wollen wir nicht, noch bei den Mädels, die gesagt haben, ich will hier raus, ich will was ändern. Sie hatte eigentlich eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann und dennoch war sie so in diesem Strudel drin von Familie, von Bindungen, von Drogen, von allem Möglichen, dass es nicht ging. Die Prägung war einfach zu groß. Die Bindung an die Vergangenheit konnte sie nicht brechen. Ich denke manchmal, warum schaust du dir eigentlich solche Videos an? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass mich diese Sachen deswegen so bewegen, weil sie so ein Stück meine Seele beruhigen. Ich denke dann, naja, ganz so schlimm bist du ja dann doch nicht. Hast es ja noch ganz gut getroffen. Und vielleicht auch dieses, naja, wenn die das schaffen, warum sollst du dann irgendwelche Änderungen machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe auch Charakterfehler in meinem Leben. Ich habe auch Dinge in meinem Leben, die dringend geändert werden müssten. Und vielleicht sind solche Sendungen dann eine Ausrede für mich. So ein bisschen Seelenberuhigung. Naja, andere schaffen es ja auch nicht. Die haben auch keine Energie. Die haben auch keinen Plan. Aber ihr Lieben, das Schlimme ist daran, dass das eigentlich nur eine Ausrede ist. Eigentlich ist es so, dass wir uns selber über den Tisch immer wieder ziehen. Dass wir selber irgendwelche Dinge vorschieben, wo wir sagen, naja, ich habe es ja versucht. Dreimal habe ich es versucht, warum soll ich es ein viertes Mal versuchen? Oder meine Nachbarin hat es ja auch nicht geschafft, warum soll ich es dann schaffen? Wir haben so oft so Ausreden, weil das einfacher für uns ist, sich dahinter zu verstecken, hat eh keinen Sinn. Ich bin so geboren und da werde ich auch so sterben. Das Schlimme an der Geschichte ist, dass wir ganz oft gar nicht wissen, was wir mit unseren Fehlern im Leben anrichten. Bei dieser mittlerweile Oma ist das ganz eindeutig, man braucht sich nur die Kinder anzugucken, man braucht sich nur die Enkelkinder anzugucken. Da kann man sehen, was diese Frau angerichtet hat. Oder die Umstände, ich will die Frau ja nicht verurteilen. Und auch da kann ich sagen, ach, so schlimm bin ich gar nicht. Also, und es stimmt nicht. Weil ich weiß gar nicht, was ich bei dem anderen mit meinen Fehlern anrichte. Ich bin zum Beispiel jemand, das wissen die, die mich kennen, ich habe ein sehr loses Mundwerk. Naja, da kann ich mich gut hinter verstecken. Ich bin halt Berliner und wir haben halt ein Koddermaul. Und die Leute, die mich kennen, die wissen das und dann müssen sie da durch. Die sollen das ja alles nicht so für ernst nehmen. Oder, ja, ich will ja niemanden eigentlich verletzen, oder? Aber ich tue es ja manchmal. Also, und wenn mir das keiner sagt, woher soll ich das denn wissen, oder? Ich meine, wenn mir keiner sagt, dass ich verletzt habe. Der mit Selbstbetrug sagt halt, hey, du bist halt so, wie du bist. Und das wird schon alles nicht so schlimm sein, die Ausreden. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und die Leute, die mit meinen Kommentaren nicht klarkommen können, die soll es halt sein lassen. Lassen mich halt in Ruhe lassen. Ich meine, hat ja auch was mit Nächstenliebe zu tun, oder? Ich meine, die haben doch auch ihre Fehler. Also darf ich doch auch meine Fehler haben. Naja, wie sehr ich andere Leute verletze mit meinem Mundwerk, merke ich halt oft gar nicht. Und auch da ist es dann so die billige Ausrede, wo ich mich dann hinter verstecken kann. Es wäre ja viel zu kompliziert, mal nachzufragen. Ich merke, jemand ist verletzt und ich gehe hin und sage, oh sorry, habe ich was falsch gesagt? Sag mir das doch bitte nächste Mal. Oder wenn du schon merkst, es wird kribbelig, gib mir doch mal ein Signal. Ich merke das nicht.
Aber ich möchte mich gerne ändern. Und wenn du mir nicht hilfst, wenn du mir nicht einen Spiegel vorhältst, dann kann ich das nicht ändern. Ja, das machen wir nicht, das tut dir weh. Wenn ich, der selbstbewusste Jürgen, der jetzt hier vorne steht, wenn da einer auf mich zukommt und sagt, ey, mach mal zu hier, aber das, was du da gestern gesagt hast, oh, und dann vielleicht auch noch vor anderen Leuten, dann müsste ich ja meine Maske aufgeben. Dann wäre ich ja auf einmal ganz klein mit Hut. Da ist es einfacher, mich eigentlich dahinter zu verstecken. Denn ich müsste mich zum Beispiel fragen, wie doll habe ich es denn eigentlich versucht, mich zu ändern? Oder habe ich schon lange aufgegeben? Habe ich denn überhaupt aktive Schritte unternommen? Bin ich je auf jemanden zugegangen, wie ich das gerade gesagt habe, und habe gesagt, sag mir das, wenn ich dich verletze? Bin ich je zu einem hingegangen, wo ich gemerkt habe, der war verletzt, und habe gesagt, du, ich habe gestern gemerkt, das war nicht in Ordnung, ich bitte dich um Entschuldigung. Habe ich das je gemacht? War ich je aktiv dabei? Und wenn ich Schritte gemacht habe, meinte ich die dann eigentlich ernst? Vielleicht ist es noch einfach zu sagen, hier Leute, wenn ich jetzt gerade online gucken viele Leute zu, wenn ich was Falsches sage, schreibt mir mal eine Mail und ich nehme das dann auch für voll und ich kümmere mich dann darum. Meine ich das wirklich ernst oder nicht? Eigentlich wäre es doch an der Zeit, dass wir mal ehrlich zu uns sind, wenn wir überhaupt was verändern wollen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Es kann ja auch sein, dass wir da schön sagen, eigentlich bin ich cool, wie ich bin, ich brauche mich gar nicht ändern. Die Leute spreche ich da nicht an, aber ich weiß, es gibt Fehler in meinem Leben. Und dann ist der erste Schritt, dass ich mal sage, wie wäre es denn, wenn ich mal ehrlich zu mir bin? Bin ich wirklich zu faul? Bin ich zu träge? Suche ich den Weg des geringsten Widerstandes? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von Jesus, von dem einige, glaube ich, meinen, dass sie sie ja ganz toll kennen, und einige meinen, das ist sowieso nur ein Märchen. Die klingt auch so ein bisschen unglaublich. Es ist eine der Geschichten, in der Gott nämlich die Naturgesetze aushebelt. Deswegen ist es auch da der einfachste Weg, dann zu sagen, naja gut, es ist ein Märchen. Aber selbst wenn ich das als Märchen ansehe, wäre es vielleicht ganz gut, mal dahinter zu gucken, weil selbst die meisten Märchen der Gebrüder Grimm, die haben einen tieferen Sinn. Also ist mir jetzt egal, ob ihr glaubt, dass das wirklich so passiert ist, ich glaube das, oder ob ihr sagt, es ist ein Märchen, wir gucken mal dahinter, was der tiefere Sinn sozusagen ist. Und wir stempeln das nicht gleich ab, als das geht nicht. Immerhin hat diese Geschichte das ja in die Bibel geschafft. Andere Geschichten haben es nicht in die Bibel geschafft. Das, was ich hier erzähle, zum Beispiel nicht. Von daher scheint die andere Geschichte aber weitem wichtiger zu sein. Ich gebe offen zu, dass das eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Die Situation ist folgende. Ein Verwandter von Jesus, man weiß nicht, in welchem Verhältnis die beiden sind, man nimmt an, dass das der Cousin war, der wird umgebracht. Und Jesus ist sehr betrübt, er hatte ihn auch noch getauft, deswegen war sein Beiname der Täufer, Johannes der Täufer. Und Jesus zieht sich daraufhin zurück, um allein zu sein. Das macht er sehr oft. Ich bin da anders, wenn ich Kummer habe, muss ich unter Menschen und das bloß nicht zeigen. Jesus war schlauer als ich in eigentlich allen Bereichen. Jesus hat sich zurückgezogen, um mit seinem Vater, mit Gott zu sprechen. Die Menschen aus der Region, die merken aber, oh, Jesus ist da. Und das ist ungefähr so, als ob Justin Bieber hier angekündigt ist beim Schusterjungen. Was würde passieren? Die Massen würden wahrscheinlich herströmen. Ich weiß nicht, ob ihr, aber es würden bestimmt sehr, sehr viele kommen. Und so war das da auch, eine Massenbewegung. Es war auf einmal riesenvoll und sofort ist Jesus wieder da für die Menschen. Und er fängt an zu predigen und er redet mit ihnen und er heilt die Kranken. Und am Abend dann, da werden die Jünger auf einmal so von ihrer Schlauheit übermannt, die sind ja immer so reif, die Jünger. Das war jetzt ironisch. Und die gehen zu Jesus hin und sagen jetzt mal auf Neudeutsch gesprochen, Jesus, da sind so, na, 5000 Männer, die Frauen und Kinder zählen wir gar nicht mit. Schick die mal nach Hause, weil wir haben eigentlich nicht so viel zu essen und Lidl hat schon zu und McDonald's gibt es hier in der Einöde nicht. Ne? Was macht Jesus? Jesus tut ein Wunder. Er tut ein Wunder, indem er auf dem bisschen Essen, was da ist, ganz viel macht. Und man weiß deswegen, dass es ein Wunder ist und dass den Leuten, dass man jetzt nicht sagen kann, denen haben die Fischbrötchen nicht geschmeckt, weil hinterher mehr übrig ist, als vorher da war. 12 Körbe. Okay, das ist nur die Vorgeschichte, also ein gewaltiges Wunder. Und dann müssten die Jünger eigentlich wirklich mal schlau werden, weil Jesus sagt dann was ganz Grandioses.
Er sagt dann nämlich, steigt ihr doch schon mal ins Boot und fahrt vor, ich komme dann hinterher. Aha. Wie soll es funktionieren? Ein Boot, ein See, die sollen vorfahren, er will hinterherkommen. Naja, aber die Jünger sind so ein bisschen wie ich, die verstehen nichts, setzen ins Boot und fahren los. Ich lese das mal vor. Da heißt es, sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer umzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Also hat keiner verstanden, was da passiert. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, wieder schlau, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war gekommen. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass in der Bibel das ganz oft so ist. Die Menschen sind bei Jesus da, ganz eng zusammen, alles gut. Die Jünger sind entfernt, sich da kommt ein Sturm. Erinnert mich auch so ein bisschen an mein eigenes Leben. So immer, wenn ich da großen Abstand halte, geht irgendwie alles den Bach runter. Und man muss davon ausgehen, dass es nicht um ein Kreuzfahrtschiff handelt, noch nicht mal das Kreuzfahrtschiff, was wegen diesem Coronavirus jetzt unter Quarantäne steht, weil die haben genug zu essen, die sind sicher. Es war eine kleine Nussschale. Und die Leute hatten Lebensangst da drin. Die haben sich um ihr Leben gefürchtet. Vielleicht ist es so wie diese Schlauchboote, die wir manchmal sehen, wenn die Leute versuchen, nach Deutschland zu flüchten, völlig überfüllt. So haben die sich gefühlt, die Jünger. Kein Retter in Sicht. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Das lesen wir dann einfach so. Ich stelle mir mal vor, ich bin in diesem Boot, ich habe Todesangst und auf einmal sehe ich einen, wie der auf dem Wasser läuft. Ich wüsste nicht, wie ich reagiere. Von daher kann ich auch verstehen, dass die Jünger da auch ein bisschen in Panik waren. Da heißt es nämlich, als sie die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sogleich, es ist gut. Ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du wirklich der bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Schon ein bisschen dreist, oder? Also ich meine, ich habe Todesangst. Dann kommt der Retter und da sage ich nicht, oh ja, rette mich, sondern ich sage, nee, erstmal musst du mir beweisen. Und zwar indem du nochmal die Naturgesetze aushebelst, nämlich ich will jetzt auch auf dem Wasser laufen, Klammer auf, es war nicht Winter bei minus 20 Grad, Klammer zu. Wie reagiert Jesus, der ist so oft so seelsorgerlich. Wenn mir so einer entgegenkommen würde, ich würde sagen, hör mal zu, du arroganter Schnösel, willst du jetzt gerettet werden oder nicht? Also was ist Phase? Macht Jesus nicht. Jesus ist viel liebevoll. Er sagt nämlich, dann komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Meine These heute lautet, wenn du auf dem Wasser gehen möchtest, musst du aus dem Boot steigen. Hab ich erfunden, ist ein sehr, sehr tolles Buch von Max Lucado, aber ich finde diesen Satz ganz grandios. Warum? Oft in unserem Leben stehen wir da und denken, wenn sich Jesus doch mal so richtig mächtig zeigen würde, dann würden wir was ändern. Dann würde ich auch meine Fehler in Angriff nehmen. Wenn ich ihn doch mal so übernatürlich greifen könnte, ja dann würde ich ihm auch folgen. Dann wäre ich auch im positiven Sinne radikal. Das hat nichts mit den etwas Verrückten da zu tun. Dann würde ich das alles auf eine Karte setzen. Ja, Petrus hat das erlebt und einen Moment später hat er ihn verleugnet. Es ist nicht so, dass wenn wir Gott so massiv erleben, dass das eine Garantie dafür ist, dass wir unser Leben in den Griff bekommen. Muss ich ein bisschen meinen, wir sind heute spät dran. Was sagt Jesus? Start up. Lege los. Setze das auf die Karte. Ein Start-up bedeutet ja, dass einer eine Idee hat, damit klein anfängt, du hast es ja sehr gut dargestellt. Und viele Ideen funktionieren auch nicht, aber viele funktionieren schon. Nochmal eine Klammer auf, ich finde das übrigens grandios zu scheitern in meinem Leben. Warum? Weil wenn ich nicht hingefallen bin, heißt das, dass ich mich nicht bewegt habe. Das ist auch so eine Sache, scheitern. Wenn ich das als Lebenskonzept in meinem Leben habe, dass ich auch mal scheitere, dann fällt mir das Scheitern aber auch nicht so schwer. Klammer zu Ende. Tesla zum Beispiel.
Jetzt heute gerade in den Medien, weil jetzt die Rodung gestoppt wurde, was ich mal so, naja, ich darf nicht politisch werden. Tesla hatte eine Idee. Und sie haben Tesla lange verlacht. Und immer wieder im Laufe der Jahre stand, die Aktie ist im Eimer und die gehen kaputt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Jetzt bauen sie in Grünheide ein riesiges Werk. Übrigens eine Gemeinde, die schon fast tot war, hat eine Neugründung gemacht, wo in Grünheide. Die freuen sich wie ein Kullerkeks, dass da bald Tausende von Mitarbeitern sind, weil dann werden sie bestimmt wachsen. Tesla ist ein super Beispiel. Jesus sagt nicht zu jedem von uns, du wirst so erfolgreich sein wie der Tesla-Gründer Elon Musk. Oder ein anderes Beispiel, Microsoft-Gründer Bill Gates. Er verspricht niemandem, dass wir reich werden, aber er sagt, wenn du nicht aus dem Boot steigst, wirst du nicht sehen, ob das Wasser trägt. Start-up. Wenn du auf dem Wasser laufen möchtest, dann verlasse das Boot. Bill Gates ist heute einer der reichsten Männer der Welt. Und er hat ganz klein angefangen. Es gibt ja da so dieses Mythos von der Garage, wo er seinen ersten Rechner zusammengeschraubt hätte. Er hat oftmals gesagt, dass das nicht stimmt. Aber was stimmt ist, dass er damals in der Schule einen Fernschreiber repariert hat. Da gab es ja noch keine Computer, die hat er ja so ein Stück mit erfunden. Zumindest keine Heimcomputer. Und da war der Computerraum gesperrt, weil Leute den manipuliert hatten. Und Bill Gates ist rein in diesen Computerraum und hat diesen Fehler bei diesem Fernschreiber repariert. Er ging nicht um den Computerraum außen rum und hat gesagt, oh ja, vielleicht, und dann wägt er ab und sucht all die Ausreden, sondern er ist reingegangen. Und dann hat er Windows entwickelt. Heute ist er einer der reichsten Männer der Welt. Er hatte eine Idee, er ist aufgestanden und er ist straight seinen Weg gegangen. So war das bei Petrus auch. Petrus hatte eine Idee, nämlich ich will auch auf dem Wasser laufen. Und Jesus hat gesagt, dann steig aus. Und was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, hör mal zu, Jesus, hier, einen Windows-Rechner entwerfen. Ich bin hier so ein kleiner Schüler, geht nicht, kann ich nicht. Sondern Petrus hat gesagt, um es wieder auf Petrus zu deuten, wenn du sagst, Jesus, dann mache ich das. Und er ist ausgestiegen und er ist gelaufen. Und solange er, und das ist das Interessante, solange er den Fokus an der richtigen Stelle hatte, nämlich auf Jesus, war alles gut. Und erst als er rechts und links geguckt hat, oh, da sind ja hohe Wellen, das ist ja alles dramatisch, was passiert, er sinkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gründer wie Elon Musk oder Bill Gates oder viele, viele andere auch, dass die sich nicht haben ablenken lassen von allem Möglichen in ihrem Leben, sondern die hatten ein Ziel vor den Augen. Und die sind auf dieses Ziel zugelaufen. Jesus sagt zu Petrus, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und er läuft auf dem Wasser. Und dann macht Petrus etwas, was wir auch so oft im Leben nicht machen. Er scheitert, das kennen wir. Er geht unter. Und anstatt den Kopf in den Sand zu packen, was auf dem Meer ein bisschen schwierig ist, schreit er, Jesus, hilf mir. Und was passiert? Jesus ist sofort da und greift zu. Start-up, geh los. Uns sagt Gott genau das Gleiche. Wir müssen in unserem Leben Entscheidungen treffen. Und wenn wir immer vor Entscheidungen weglaufen, ist das auch eine Entscheidung. Wenn wir so bleiben wollen, wie wir sind, wenn wir unsere Fehler einfach als akzeptabel ansehen, auch auf die Gefahr hin, dass andere vielleicht schlimmer verletzt sind, als wir das uns eingestehen wollen, oder vielleicht wollen wir es uns auch gar nicht eingestehen, es ist uns vielleicht ganz egal, wie wir andere verletzen. Weiß ich ja nicht, kenne euch ja nicht so. Ich kenne nur mich und suche immer viele, viele Ausreden. Wenn ich da stehen bleiben will, werde ich keine Veränderung merken. Und wenn ich dann mal losgegangen bin und ich bin gescheitert, dann verstecke ich mich ganz oft wieder dahinter und sage, na, das hat nicht funktioniert, Entschuldigung, tut mir leid. Ich glaube, dass sowohl Elon Musk als auch Bill Gates als auch wie alle anderen Leute, die irgendwas erreicht haben, dass die auch gescheitert sind in bestimmten Bereichen ihres Lebens, dass die aber den Fokus im Ziel hat, nämlich ich will das und das erreichen, ich will da und dahin, auch Marathonläufer, der wird nicht heute Morgen aufstehen, wenn ich morgen mich zum Marathon anmelde und ich gehe da persönlich hin, werden die Leute mich auslachen. Zu Recht. Oder wenn ich den Marathon dann laufe, dann muss ich das Ziel vor Augen haben. Ich dann sage, oh, das ist eine nette Dönerbude, oh, hier spielt der Rock'n'Roll-Preacher gerade ein Konzert, dann werde ich nicht ankommen.
Und wenn ich dann gescheitert bin, dann kann ich mir sicher sein, Jesus ist da. Petrus geht unter aus Angst. Und jetzt kann man sich fragen, warum greift Jesus nicht einfach von alleine zu? Vielleicht hat das was mit unserer Entscheidung zu tun, dass wir mal nachdenken müssen in unserem Leben. Wo sind eigentlich unsere Prioritäten? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich bewegen? Wo will ich eigentlich Veränderungen haben? Und dass wir ihm das dann erzählen. Und dass wir ihm dann sagen, Jesus, ich möchte gerne eine Familie haben und ich möchte gerne, dass du mir dabei hilfst. Ich möchte gerne einen Job haben. Ich möchte gerne, dass du mir dabei hilfst. Ich möchte gerne, dass die Fehler aus meinem Leben verschwinden. Und ich möchte gerne, dass du mir das hilfst, dass du mir dabei hilfst. Jesus ist keiner, wie wir Helikoptereltern manchmal sind, dass wir den Kindern unsere Wünsche aufzwingen, bevor die Kinder die Wünsche überhaupt hatten. Sondern Jesus ist einer, der sagt, ich nehme dich für voll, so wie du bist. Und wenn du nicht den Wunsch hast, dich zu verändern, werde ich dich da nicht hinzwingen. Aber wenn du das möchtest, dann steh aus dem Boot auf und lauf auf dem Wasser. Start up. Das betrifft charakterliche Dinge. Das betrifft aber auch geistliche Dinge. Start-up bedeutet, dass wir etwas wagen sollten. Gerade die von euch, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aus welchen Kirchen, Gemeinden oder vielleicht auch gar nichts, und gerade die Leute, die heute online gucken, ich weiß nicht, wo ihr geistlich steht. Ich weiß, dass viele Menschen schon hundert- und tausendmal von diesem Jesus gehört haben. Und ganz oft so gesagt haben, ja, eigentlich ist das ja eine ganz nette, tolle Sache. Eigentlich finde ich ja die Christen so ganz schick. Und eigentlich hätte ich ja auch die Sehnsucht danach, solche Sachen im Leben zu erleben. Also vielleicht nicht übers Wasser laufen, aber dass Gott in mein Leben eingreift, dass ich Veränderung erleben kann, dass ich Gott wirklich erlebe in meinem Leben. Und sie bleiben draußen stehen, oder mit bei Petrus zu bleiben, sie bleiben in der Nussschale sitzen. Und Jesus ruft schon lange und sagt, komm doch raus. Wenn du wissen willst, ob das mit diesem Glauben stimmt oder nicht, dann musst du aus deiner Nussschale aussteigen. Dann musst du das Boot verlassen. Wenn du wissen möchtest, ob das Wasser trägt, musst du das Boot verlassen. Und auch da, ich bin als Christ oft gescheitert. Wie reagiere ich? Schreie ich zu Gott und sage, halt mich, oder lasse ich meinen Fokus irgendwo anders hinmachen? Gucke ich rechts und links und gehe unter. Es liegt ein ganzes Stück an uns. Wenn wir wissen wollen, ob das Wasser trägt, müssen wir uns auf Gott verlassen. Und dann müssen wir zu Gott schauen und dann müssen wir Schritte gehen, weil Gott uns schon lange ruft. Amen.